hallo und herzlich willkommen heute zu den Group Stage Dates White Predictions von mir. Tag 1 ist rum, es ist jetzt noch, es ist glaube gerade 0 Uhr oder kurz nach 0 Uhr. Habe ich gesagt, ich bin morgen Mittag nicht da, ich will kurz noch meine Predictions machen und die dann auch eben gleich hochladen. Wie gesagt, von vornherein nochmal, ich habe nicht viel Ahnung, es ist nur meine Tipps, wie ich sie setze. Und ich habe auch ein paar Kommentare bekommen oder eben ein paar haben mich angeschrieben von wegen, ja was, wie kein Plan und macht hier irgendein Prediction Video. Wie gesagt, es sind keine Safe Calls und es sind nur meine Tipps, die ich setze. Die werde ich ja gerne auf meinen YouTube Kanal hochstellen, weil ich es einfach gerne mache. Ihr müsst euch da nicht dran halten, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wofür für ihr seid. Bla 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 bla. Ich will damit jetzt zum Ende kommen. Wie gesagt, keine Safe Calls. Hier sind meine Predictions von heute. TSM hat's gemacht. Ist krass, aber war jetzt ja auch nicht so abwegig. Ja, sonst meine Tipps waren alle in Ordnung. Und jetzt geht's hier um Tag 2. Hier bin ich mir ziemlich sicher, wird's Navi machen. Deswegen klebe ich die da jetzt auch rein. Navi tippen, ja. Hier bin ich mir jetzt nicht wirklich sicher. Entweder Cloud9 oder Team Kinguin. Geht aber hier mal auf Cloud9. Ich glaube, dass die es machen werden. Kinguin hat jetzt noch nicht so richtig überzeugt. Kann natürlich auch immer noch sein, dass die hier trotzdem durchfahren. Deswegen, da bin ich mir jetzt überhaupt nicht sicher. Aber ich tippe, dass es Cloud9 macht. Hier ganz klar Nip. Hier unten schwieriges Thema. Schwieriges Thema. Ich gehe aber auf jeden Fall auf Mouseboards. Ich denke, die machen es. So, jetzt hänge ich doch noch die Player Pick'em Challenge hinten dran. Ich habe mir gerade wieder, wie ich es bei der ersten Runde gemacht habe, zwei Autogrammkapseln jeweils gekauft von den Teams, wo ich auf jeden Fall drauf gehen werde. Deswegen fangen wir jetzt mal an mit Mouseboards. Ja, gucken wir mal, wie wir da kriegen. Und auf den setzen wir dann eben einfach Dennis. Könnte schon gut sein. Gleich die nächste noch aufmachen. Ich bin gespannt. Ich hoffe natürlich, dass Maus Sports da weiterkommt. Aber ich denke mal jetzt, die haben noch gute Chancen, jetzt auf jeden Fall das morgen zu machen. Wir werden es sehen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich fand es heute schon extrem spannend. Ein paar Spiele haben mich, war ich überrascht. Ein paar habe ich kommen sehen. Das letzte, was war Navi gegen Fnatic, hätte ich niemals gedacht, dass Navi so untergeht. Ich hätte gedacht, dass es ein richtig spannendes Spiel wird. Aber es war halt auch Fnatic. Fnatic ist eine sehr starke Fnatic-Map. Von dem her. Ja, schwierig. So, gleich sind wir durch. Ich bin auch echt müde, es wird echt Zeit fürs Nest. Guardian, das ist schon mal nice. So, den letzten noch. Wenn man die Player setzt, kriegt man glaube ich sogar pro Setzen einen Punkt für die Pick-Em-Liste. Flamey, sehr gut. Flamey wollte ich, das ist perfekt. So, dann machen wir das gleich noch. Player Pick-Em Challenge. Hier wollte ich Flamey nehmen, genau. Es geht jetzt hier um Tag 2. Most First Kills ist auch halt ziemlich extrem random wieder. Random wieder, aber ja. Ich tippe jetzt einfach mal so rein. Dann nehme ich Get Right noch. Dann hole ich Maus. Nehme ich Dennis. So. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Gebt dem Video einen Daumen hoch. Würde mich riesig freuen. Gute Nacht und ja, bis morgen. Ciao.